Wir begrüßen euch heute von der FH Joanneum und machen uns jetzt gleich auf den Weg zur HLW Schrödinger. Dort nimmt die 3D-Klasse am Cool School Projekt teil. Sie hat unter anderem Patenschaften für das argentinische Floorball-Team oder Eiskunstläufer aus Katar übernommen. Also in der 2HLWDE, das sind die Jüngeren, da wird die Klasse als Welcome-Team unterwegs sein. Die werden dann 2 Tage bei den Special Olympics World Games arbeiten und quasi die Gäste begrüßen, sie leiten und ihnen Fragen beantworten, wenn sie welche haben. Und die 3HLWDE ist im Hostown-Team involviert und da gibt es einen eigenen Unterricht dafür, das heißt, wir haben 2 Stunden in der Woche dafür zur Verfügung und planen quasi für die Delegationen ein Willkommens-Dating, das heißt, wir machen Stadtrundfahrten, wir machen einen bunten Abend, wir werden gemeinsam was spielen, vielleicht auch mit ihnen was kochen und ihnen einfach unsere Küche und unsere Traditionen näher bringen. Es ist halt eine coole Erfahrung, wenn du siehst, zum Beispiel, wie auch Athleten mit intellektueller Beeinträchtigung Spaß im Sport haben und wie sie halt auch ihre Erfolge feiern, auch wenn sie jetzt zum Beispiel nicht gewinnen. Also es steht halt nicht das Gewinnen im Vordergrund bei denen und das ist schön zum Anschauen. Allein das Lachen selber ist, glaube ich, eines der schönen Dinge, wenn du siehst, dass sie glücklich sind und es nicht darum geht, eben, wie du gesagt hast, um den ersten Platz halt, sondern allein, dass sie glücklich sind, irgendwie das mitzumachen und jeder sich voll freut und ziemliches Lachen im Gesicht hat. Und das ist, glaube ich, auch eines der schöneren Dinge. Ja, und ich würde eigentlich auch sagen, dass es für uns eine gute Erfahrung ist, weil selbst wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich will zum Beispiel nicht unbedingt in dem Bereich, aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass man damit in Kontakt tritt. Also mein Herzenswunsch für die Athleten und Teilnehmer ist hauptsächlich, dass alle Spaß dran haben. Ja, also ich wünsche eigentlich allen Athleten und Athletinnen, dass sie eben mit einem guten Gefühl die Heimreise antreten können und zufrieden sind mit ihrer Leistung, aber eben auch Spaß haben und vielleicht Leute kennenlernen und die eben, also die vielleicht immer gleiches Schicksal im Leben gehabt haben wie sie und das verbindet dann halt. Our heartbeat for the world! Also ich habe 15 Jahre bei der Lebenshilfe gearbeitet, bevor ich in der Schule war. Ich war dort zuständig für Sport, ich war auch bei Olympischen Spielen dabei als Trainerin und mit Sportgruppen. Das heißt, ich habe den Zugang quasi mit in die Schule genommen und als ich gesehen habe, dass es hier diese Schulprojekte gibt, habe ich sofort dort angerufen und habe gesagt, wir sind sehr interessiert, ich möchte das mit 1 oder vielleicht 2 Klassen übernehmen. Und wir sind quasi seit dem Vorjahr eigentlich mit diesem Thema involviert und die 2HLWD, also die Jüngeren, die haben das voriges als Jahresthema gehabt, das heißt in verschiedensten Fächern beschäftigen sie sich mit dem Thema und das zieht sich also jetzt quasi bis zu den Spielen durch. Wir sind wieder zurück. Wie ihr gesehen habt, sind die Vorbereitungen für die Special Olympics in vollem Gange. Das war's von uns. Das nächste Mal besuchen wir die Graz International Bilingual School. Bis dahin, tschüss!